Liebe Wagen, wir schauen für das Kollektiv der Wagen in den neuen Monat rein. Was darf ich euch als Botschaft mitgeben? Ja, hier könnte irgendwo ein Konflikt sein, eine Diskussion, eine Streiterei. Kann ja im Beziehungsbereich sein, bei Verträgen, bei allem Verbindlichen. Es kann aber auch sein, dass ihr so spürt, ich habe irgendwo ewige Kreisläufe und da selber einen Konflikt mit habt. Liebe, Partnerschaft, Herzensangelegenheiten. Vielleicht überlegt ihr auch, was ihr noch aus Liebe macht oder wo die Liebe nicht mehr vorhanden ist. Hier geht es tatsächlich in der unterbewussten Ebene um ein Gegenüber. Vielleicht auch Konflikte, die man in der Vergangenheit schon hatte oder ein Beziehungsmuster, das jetzt wichtig wird. Hier ist der gebende Teil im Unterbewusstsein auch. Ne? Man überlegt, was habe ich schon alles investiert, wo stehe ich jetzt und was bin ich noch bereit zu geben. Es geht eventuell auch um unausgesprochene Dinge aus der Vergangenheit, um Lernerfahrungen, Geheimnisse. Vaterthemen können hier eine Rolle spielen, aber auch Verbindungen aus der Vergangenheit, würde ich mal sagen. So dieses Bilanzziehen, was erlebe ich, was habe ich in der Vergangenheit erlebt. Für einige ist es vielleicht auch die Situation, zwischen zwei Stühlen zu sitzen, Lernaufgaben im Bereich des Themas Vertrauen. Für den Arbeitsbereich könnte hier sein, dass sich im vertraglichen Bereich irgendetwas anzeigt, ein neuer Vertrag, ein neuer Arbeitgeber, ein neuer Auftraggeber. Und in eurem eigenen Haus haben wir hier die Familienthemen, aber auch, dass irgendwo eine besondere Anziehung ist, ein Kampf geführt wird. Kinder könnten ein Thema sein, Familie, Beziehung, Kinder, Neubeginne in Beziehungen, Neubeginne in Partnerschaften. Hier ist auch aus dem Umfeld sehr viel kindliche Energie. Man ist vielleicht wieder neugieriger oder man staunt wieder mehr, man ist mehr im Vertrauen. Man ist offen auch für neue Dinge. Ja, Vertrauen, Misstrauen, Zweifel. So ein bisschen ein Gegenspiel, vielleicht auch so Ungewissheit. Wenn ich mich auf was einlasse, wie geht es dann aus? So, und hier haben wir aber die Sterne, das ist eine gute Situation. Eine klärende Situation, die Dinge stehen unter einem guten Stern. Unterm Deck habt ihr vielleicht Entscheidungen, die ihr treffen müsst, Weggabelungen, die sich zeigen, Optionen, die ihr abwägt. Aber an sich ist hier mit den Sternen am Ende eine gute Auflösung von den Dingen zu sehen. Und es sind auch Zweifel, die nicht begründet sind. Ich habe hier für einige vielleicht auch die Möglichkeit, dass sie sich zwischen zwei Dingen entscheiden dürfen.
Oder eben eine Wahl treffen, die nicht so einfach ist. Eine Option, die zwischen Wahl 1 und Wahl 2 ist. Ihr habt hier die Libelle mit dem Thema Wandel dabei. Wenn die Libelle kommt, dann sagt die, dass es okay ist, wenn man die Richtung wechselt. Das könnte hier, die Richtung wechselt auch tatsächlich eine Entscheidungsfrage sein. Und man hat ja auch die Möglichkeit, dass etwas, was in der Vergangenheit immer so gehandhabt wurde, mal anders zu machen, nicht auf Traditionen zu bauen oder auf die Erwartungen, die man so von euch hat, sondern Dinge neu definieren, neue Erfahrungen mit einbringen. Die Libellen sind auch sehr wendig. Und ihr dürft ja auch mal Dinge ganz anders an den Tag bringen, so als hättet ihr es das erste Mal gemacht und die anderen sind völlig überrascht, weil sie das von euch nicht erwartet hätten. Es geht sehr viel um Blickwinkel verändern. Manchmal muss man auch ein bisschen zurückgehen, um weiterzukommen. Und es geht darum, wenn Veränderungen kommen, sie auch anzugehen und nicht die Entscheidung hinaus zu zögern oder aus dem Angebot, das kommt, nichts zu machen. Unterm Deck habt ihr noch die Führung mit dem Hirsch. Ihr möchtet etwas Gebendes von euch, etwas, was er schaffen will, auf den Weg kommen. Es kann auch sein, dass es etwas ist, wo ihr bisher gedacht habt, da bin ich zu klein dafür oder da traue ich mich nicht ran. Etwas, wo Verantwortung übernommen wird, wo man selber strahlen kann, wo man motiviert auftritt und wo man wieder Visionen hat und Entscheidungen trifft. Die Entscheidungen liegen hier ja unten am Deck. Hier ist man vielleicht auch so ein bisschen Sprungbrett für andere oder ein gutes Beispiel für andere. Man inspiriert jemanden. Man ist so ein Leuchtfeuer und die Botschaft ist auch, mach dich nicht klein, also nicht kleiner als du bist. Welches Krafttier geht mit dem Wagen? Wir haben die Seeanemone mit dem Thema Gemeinschaft. Das sieht man ja hier auch in der Mitte. Ne? Hier sind ziemlich viele Personen und es geht darum zu überprüfen, inwieweit möchte man Gemeinschaft, wo braucht man mehr Rückzug, welche Gemeinschaft möchte man, wo kann man individuell sein und aber trotzdem sein eigenes Ding in eine Gemeinschaft mit einbringen. Möglicherweise kann man hier auch gemeinsam mehr erreichen oder Neues erschaffen. Verbindungen erschaffen, die für jeden von Nutzen sind, könnte ein Thema sein. Die ganzen sozialen Kontakte, ne, die Beziehungen, die man ins Umfeld pflegt. Das Geben und Nehmen ist hier wichtig. Wir haben ja hier im Unterbewusstsein den männlichen Teil sitzen. Und da kann schon sein, dass man sehr viel mehr gibt, als man empfängt und es vielleicht wichtig ist für eine Harmonie, dass man sich irgendwo auch ein bisschen abgrenzt, dass man ein Beziehungsgeflecht pflegt, wo beide profitieren oder die anderen auch profitieren, aber man selbst auch. Was möchte die Seele? Den Wagen sagen. Energetische Reinigung. Hier geht es darum, sowas wie einen Frühjahrsputz zu machen, die Sonne hereinzulassen, dekorieren. Und ich habe unten noch das Thema, das passt sehr gut, überwinde dich. Da geht es ums Brückenbauen zwischen den Menschen, die einem was bedeuten. Es geht um Überwindung von der Angst vor Ablehnung
Und es ist wichtig, das auch zu tun, damit Freundschaften erhalten bleiben oder nicht verloren gehen. So, welche Botschaft geht noch mit für die Wagen? Ja, das passt ja wunderbar, die Selbstliebe. Ihr seid wichtig, passt auf euch auf und nutzt die Zeit, bevor sie abgelaufen ist. Hier kann sein, dass irgendwo ein Thema ist, das vielleicht eine gewisse Schnelle der Entscheidung hat und ja, dass ihr da einfach nicht vergesst, Führung aufzunehmen und Angebote auch anzunehmen und nicht an euch vorbeiziehen zu lassen. So als ungenutzte Chance, ne? Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.